Stell dir vor, du fährst mit dem Zug und liest einen englischen Artikel über eine Schauspielerin aus Game of Thrones. Dein Sitznachbar will den Artikel auch lesen und schaut dir die ganze Zeit über die Schulter. Leider ist sein Englisch nicht so gut, deshalb musst du ihm die wichtigsten Inhalte auf Deutsch sagen. Und wenn du das tust, dann vermittelst du zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Der Fachbegriff dafür ist Mediation. Um Mediation besser zu verstehen, lösen wir diese Aufgabe, die so auch in einer Klassenarbeit drankommen könnte. Hier hast du einen englischen Artikel gegeben und sollst die wichtigsten Fakten im Deutschen wiedergeben. Zwischen zwei Sprachen zu vermitteln ist gar nicht so schwierig. Achte vor allem auf diese Punkte. Übersetze nicht alles wortwörtlich, sondern gib nur den Sinn wieder. Konzentriere dich auf das Wesentliche und lass Unwichtiges weg. Verwende kurze und einfache Sätze und wenn du ein Wort nicht kennst oder dir die Vokabel nicht einfällt, dann umschreibe oder ersetze das Wort. Schau dir zuerst die Aufgabenstellung genau an, denn darin werden dir Hinweise gegeben, in welche Sprache du vermitteln sollst. Bei dieser Aufgabe sollst du die wichtigsten Infos des englischen Textes im Deutschen wiedergeben. Lies dir im zweiten Schritt den Text durch und markiere dir die wichtigsten Infos. Im dritten und letzten Schritt gibst du die wichtigsten Infos in der geforderten Sprache wieder, in unserem Fall Deutsch. Denke daran, dass du nicht Wort für Wort übersetzen musst. Also. In diesem Artikel wird ein kurzes Porträt über Maisie Williams gegeben. Sie ist eine britische Schauspielerin, die mit 14 Jahren durch ihre Rolle als Arya Stark in Game of Thrones berühmt wurde. Sie wurde am 15. April 1997 in Bristol geboren und hat drei ältere Geschwister. Die Rolle der Arya Stark spielt sie seit 2011 und wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem einem Emmy und einem Portal Award. So jung schon als professionelle Schauspielerin zu arbeiten, ist nicht immer ohne innere Konflikte möglich, da sie als Teenager in einer Erwachsenenwelt arbeitet. Sie kann zum Beispiel allein nach Nordirland fliegen, darf aber kein Hotelzimmer buchen, weil sie nicht alt genug ist. Denk bei der Mediation daran, dass du nicht übersetzen, sondern nur den Inhalt wiedergeben musst. Wenn dir eine Vokabel nicht einfällt, dann ist es nicht weiter schlimm, umschreibe oder ersetze das Wort. Weitere Videos zu allen neuen Schulfächern findest du auf learnattack.de. Melde dich an und erweitere dein Wissen. Du hast etwas nicht verstanden? Kein Problem, frag einfach unsere WhatsApp-Nachhilfe. Und willst du dein erlerntes Wissen testen, dann bereite dich optimal mit interaktiven Übungen vor. Unsere zahlreichen Originalklassenarbeiten und die dazugehörigen Musterlösungen helfen dir von der fünften Klasse bis hin zur Abschlussprüfung. Worauf wartest du noch? Melde dich jetzt auf learnetech.de an und lerne mit über 5000 Videos, Klassenarbeiten und Musterlösungen.